Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, Odysseus hat sie. Odysseus? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lasst mich erklären. Wir dringen Silas vor, getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant, riskant. Gefällt mir. Dann lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Mhm. Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von Assassin's Creed 3. Der Konvoi sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Hört her! Hier kommt Geist von Albany! Ja, nochmal recht herzlich willkommen zurück. Und willkommen zum nächsten Part von Assassin's Creed 3. Heute... Was zur Hölle ist das? Bitte entschuldigt, Sirs. Wie es scheint, ist uns hier ein kleines Unglück zugestoßen. Bringt das in Ordnung, aber schnell. Natürlich, Milord. Sofort. Dein Leben ist aus! Und wir gehen hier rein. Das ging wirklich schnell. Charles, ihr und William, ihr seid die Vorhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Und betet für die Opfer, wenn ihr nicht helfen könnt. Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigungen haben sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Naja gut, wir können uns das hier jetzt erstmal angucken. Naja gut, das können wir uns dann später nochmal angucken in den Animus-Dateien. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns nicht. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Ach ja, dieser wunderschöne Konvoi hier. Das alles unentdeckt. Halt! Identifiziert euch! Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten?
LB. Greif den Feind an. Ach ja. Ich finde es schade, dass man die nicht looten kann. Wirklich, wirklich schade. Sehr, sehr schade. Lass keinen zu uns durch. Heute triffst du den Sensenmann. Ach ja. Auf euren Posten. Wir metzeln, oder eher gesagt, unsere Jungs metzeln alles nieder. Greift den Feind an. Ulala, sag ich dann nur. Ulala, sag ich dazu nur. Sind bei 1100 Pfund. Das ist mega gut, finde ich zumindest. Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Silas. Rein dann. Siehst du, ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Ja, und wie er sterben wird? Und ja, hier, als ich das bei meinem privaten Spielstand gemacht habe, ging auf und über. Ich muss nach da hinten hin. Okay. Hier kommt er nicht hin. Okay, da müssen wir noch mal warten. Der kommt da und steht da so rum. Okay, der geht da jetzt drüben hin. Das heißt, wenn er dann gleich hier ist, werden wir pfeifen und uns ihn schnappen. Weil den Hauptmann wollen wir haben. Okay, da haben wir jetzt schon mal das, was wir wollten. Tag, Männer.
okay, der kommt nach hier hinten nochmal hin. Okay, das haben wir dann. Können wir hier die ersten Gefangenen befreien. Das Ding ist, hier kann man halt bei solchen Missionen nicht so viel reden, weil man sich da halt richtig konzentrieren muss. Aber wenn wir dann hier mal so eine Folge machen, wo wir dann hier die Stadt und so erkunden, werde ich das dann wieder gut machen, natürlich. Was kommt zurück? Ulala, ey. Das war eng gewesen. Haben wir die zweiten erwischt. Okay, wenn der sich umdreht, holen wir uns den dritten. Komm, komm zu Papa, Digga. Davon sieht er nichts. Zwei von drei hinter einer Hecke. Okay, ich weiß ja, wie denn sein Laufmuster ist. Das heißt, wir können uns hier mal ein kleines bisschen, ja, absurdum bewegen. Und dann müssen wir halt warten, bis er hier jetzt rüberkommt, damit wir ihn hier eliminieren können. Weil da ist er ja schon, da kommt er auch schon. Alles klar. Jetzt können wir uns ihn hier holen. Still, klamm und heimlich. Und die letzten Gefangenen zu befreien. Um das Ganze hier unabsurdum zu führen. Oha, Silas. Bringt ihn zurück. Macht uns bereit. Mit vielen. Okay, den...
Und wir gehen hier jetzt nach oben. Benjamin, gut, dass ihr bei uns seid. Ich könnte Hilfe brauchen. Silas wurde besiegt. Da haben wir doch auch noch mal einen passenden Screenshot gemacht jetzt. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange. Okay, das Southgate infiltrieren haben wir geschafft. Wir haben alles geschafft, zu 100% diese Mission angeschlossen. Freut mich sehr, dass wir das geschafft haben. Volle Synchronisation, Erinnerungssynchronität. Sequenz 2 ist beendet. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie finden, bekäme ich meine Antwort. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Das hoffen wir natürlich wirklich, wirklich sehr bald, dass wir das schaffen. Boston, 1755, Sequenz 3. Ja. Aber das, was wir hier jetzt sehen, machen wir erst in der nächsten Folge. Gehen wir weiter. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich hier fürs Zusehen. Bewerten bitte nicht vergessen. Wenn euch das gefällt, ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das findet, dass ich alle Teile von Assassin's Creed plus die DLCs machen werde. Ich bin jetzt mal raus für heute. Bis dahin, haut da rein, macht's gut und tschüss.